Ja, das war ja klar. Da. An Festen kommt man, wie gesagt, nie bei Bewohnern ins Haus rein. Das geht ganz einfach nicht. Da haben die Bewohner keine Lust zu. Da sagen sie, nee, heute ist ein Fest. Da habe ich keinen Bock auf dich, Kuri. Da, wir mögen dich nicht. Verschwinde am besten aus diesem Dorf. Wir wollen dich nie wiedersehen und sowas alles, ne? Also so in etwa denken sich das die Bewohner oder ein bisschen anders. Beispielsweise, heute ist ein Fest, heute schlafe ich mal länger. Aber ich fühle mich ja sehr leicht angegriffen, deswegen glaube ich, die denken sowas. So, alles schön kaputt hauen. So. Ach, da ist noch einer. Sieht man manchmal gar nicht, weil da so viel Schnee drüber liegt. So, kaputt hauen. Kaputt hauen. So, und ein Mega-Hieb und noch ein Mega-Hieb. Und da haben wir Steine bekommen und dann kaputt hauen. Mega-Hieb. Ja, stell dich nicht so an, mein kleiner Freund. Damm, so, nicht, dass er uns umkippt. Ich denke immer, der kippt dann um, wenn er diese Animation macht. Weil das ja so ähnlich aussieht, wenn er umkippt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau es aussieht. Wir sind ja schon so lange nicht mehr umgekippt. Hust. So. Zack. Das auch noch. Den auch noch. Und den auch noch. Und den auch noch. Den auch noch. Und 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 den auch noch. Kapeng. Kaputt ist er. So. Ja, schüttel dir den Kopf. Wird dir alles nichts bringen. Ich hab den Controller in der Hand, mein Freund. Alja jagt da ist. Der Controller ist gefallen. Nein, das heißt, der Würfel ist gefallen oder die Würfel sind gefallen, je nachdem, wie man es übersetzt. Das weiß ich, keine Sorge. Ich habe in Latein aufgepasst. Für die, die das nicht kennen, das hat der liebe Cäsar gesagt, als er den Berg überquert hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Berg es war. Als er in Richtung Mitte von Rom marschiert ist während Bürgerkriegszeiten. Da hat er dann Alia Jagda Est gesagt und dann ist er weitergezogen und hat dann gewonnen. Also kein Wunder, Cäsar gewinnt ja häufiger, wenn er mal sich irgendwas in den Kopf setzt, der alte Sturkopf. Dann gewinnt er ja häufiger mal. So, jetzt können wir ab zum Strand reiten und uns die Sterne angucken. Ich hoffe, man kann ab jetzt schon da sein. Aber die zwei Steine nehme ich eben noch mit. So, fertig fährt. Wait for me. Ach, da bist du. Julie. Reite nicht immer weg. Julie. So. Hallo? Ach nee, ich glaube ab 6 Uhr abends, ne? Na toll, was machen wir so lange? Steine klopfen. So, Steine klopfen. Da haben wir jetzt ein Problem. Wir können nicht mehr so viele Steine klopfen. Nein. Entschuldigung, muss aber ganz kurz gähnen. Ja. Entschuldigung. Verzeiht mir das eben. Nein, ich habe natürlich nur versucht, die Zeit rauszuschinden. Nein, Quatsch, ich musste eben wirklich gehen. Warum auch immer, bin ich morgens immer etwas müde. So. Es ist gleich soweit. 5.50 Uhr und 6 Uhr. Hallo? Hallo?
Ich kann mir die Sterne nicht angucken. Hallo, was, wie soll ich mir die Sterne angucken? Komm, Julie, wir gehen nach Hause. Hab ich keinen Nerv zu. Da rast dich richtig aus, du. Kriege ich hier zu viel. So, hier, kommen wir, gehen nach Hause. Hab ich keinen Bock zu. Mann, ey, hoffentlich war der Weihnachtsmann schon da. So, egal, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Der 25. Heute ist Weihnachten. Ho, 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 ho. Und der Weihnachtsmann war nicht da. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt für den Weihnachtsmann. Da kommt er nicht mehr. Sehr doof. Ey, Weihnachtsmann. Ach ja, ich habe ja gar keine Socke hier hängen. Kein Wunder, dass der Weihnachtsmann nicht kommt. Stimmt, stimmt. Was erwarte ich auch? Zitzitze. Kuri, Kuri, hab nicht immer so große Erwartungen, wenn du nicht mal eine Socke an der Wand hängen hast. Zieh ich am besten meine Arbeitssocke hier aus. Da freut sich der Weihnachtsmann. Die Socke, die ich schon seit Tagen anhab. Der Hof ist schön, man kann viele Tiere halten und das macht echt Spaß. Kann ich mal vorbeikommen? Ich möchte deine Tiere mal sehen. Ja, dafür brauchen wir aber leider noch ein paar mehr Steinstücke. Wir haben ja doch schon einiges. So, verlege ich das mal eben um. So, wir haben 344 Steine. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, das heißt, wir müssen hier mal eben Celia... das heißt gar nicht, dass wir hier mal eben Celia was schenken müssen. Das heißt einfach... Tschüss, upsa. Tschüss, Celia, meine Geliebte. Das heißt, wir müssen nur noch... wartet. Jetzt blamiere ich mich gerade... 70, 80 Steine kaputt hauen. Das ist ja dann doch nicht mehr so viel wie erwartet. Und dann können wir uns endlich einen Hühnerstall holen. Und dann müssen wir uns auch noch die Hühner kaufen. Und das kostet nochmal Geld. Mensch, 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 das kostet alles so viel Geld. Das glaubst du gar nicht. Wo soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Ich bin doch ein armer Farmer. Mit 170.000 Gold nach einem Jahr in der Tasche. Nicht schlecht, nicht schlecht. 170.000 Gold in einem Jahr zu verdienen, das wäre schon was Schönes. Aber ich glaube, das werde ich nie erreichen. Ja. Und das ist auch gar nicht, weil ich pessimistisch oder so bin. Das ist einfach, weil... Ja. Ich will 170.000 Euro im Jahr verdienen. Vor allem... Ich weiß gar nicht, was ihr mit so viel Geld anstellen würdet, aber ich würde, denke ich, auch immer eine Menge spenden. Also da, wo ich auch wirklich weiß, dass das Geld ankommt und nicht in irgendwelche Taschen geht von irgendwelchen gierigen Schnorrern und gierigen Geizhälsen, die da irgendwie Mitleid erregen und dann sich das Geld selbst in die Tasche stecken. Von denen jetzt mal abgesehen, ich würde dann, denke ich immer auch was spenden, weil so viel Geld kann man ja eigentlich gar nicht, wenn man vernünftig lebt. Kann man so viel Geld ja gar nicht auf einmal einfach ausgeben. Was würdet ihr denn mit so viel Geld machen? Wenn ihr 170.000 Euro im Jahr verdienen würdet, was würdet ihr mit dem ganzen Geld machen? Ach ja. Naja, was soll's. Mal aufhören, in meiner Wunschvorstellung rumzureiten. So, 24 haben wir schon wieder. Brauchen wir noch... 26 haben wir jetzt schon wieder. Brauchen wir noch 27 haben wir schon wieder. 28 haben wir schon wieder. Brauchen wir noch 52. 29, 51. So. Ja, wisst ihr, ich habe immer hier meinen kleinen Taschenrechner neben mir liegen. Nein, das kann ich natürlich im Kopf rechnen. Das ist jetzt nicht das Schwerste, solche kleinen Zahlen im Kopf zu rechnen. Das lernt man ja und wenn man nicht ständig den Taschenrechner benutzt, dann vergisst man das auch nicht. Also verlernt man das Kopfrechnen auch nicht. So, vielleicht bekommen wir ja heute noch genug Steine, wer weiß. So. Zack. Und zack. Hä? Ach ja, das war ja dieser verbackte Stein da, ne? So, zack.
Ich habe jetzt nur wieder vergessen, müssen wir uns von vorne da dran stellen oder von hinten? Ich probier's mal von vorne. Zack und zack. Okay. Bevor ich jetzt all meine Schläge verdaddle daran, lasse ich es lieber und guck dann einfach nochmal in den alten Kommentaren. Also in den Kommentaren bei den älteren Videos, wie... noch ein Erntewichtel. Und, wie heißt der Liebe? Wahrscheinlich Ricky oder sowas. Rush. Ja, war ja klar. Ich bin wieder zurück. Kori, danke fürs Zurückbringen. Ich werde mich nützlich machen und dir helfen. Das können wir ja dann bald auch mal, wenn wir uns einen Steinschuppen gebaut haben, können wir uns ja auch mal das Erntewichtel-Team zugutekommen lassen, zu Nutzen kommen lassen. Dafür brauchen wir hier den mystischen Hammer. Oder den mythischen, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt das nochmal. Na, heute schaffen wir das mit den 80 Steinen leider nicht. Dann gehe ich jetzt einfach mal schlafen. Julie, da bist du ja, Julie. Komm, wir reiten geschwind. Hi Flora, hi. Ach ja, Flora könnten wir ja auch immer was schenken, um die eine Quelle da zu bekommen. Ich weiß noch nicht, was Flora mag, das muss ich nochmal nachgucken. Ist die liebe Flora begehrt? So, gute Nacht. Bang. Au, 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 au. Sich bei jemandem einzuschleichen ist harte Arbeit. Oh, da hängt kein Wichtelstrumpf. Tja, dann kann ich auch kein Geschenk reintun, oder? Doch, leg's doch auf den Tisch. Mann, ich will ein Geschenk. Und ich habe extra was aus Mineralstadt besorgt. Tja, dann gehe ich halt wieder. Nee, leg's doch auf den Tisch. Wickel das da im Tischtuch ein, ich will ein Geschenk. Nein. Fiesling. Dem schenke ich auch nichts mehr zu Weihnachten, dem Weihnachtsmann. Komisch, dass der Weihnachtsmann Thomas heißt. Ich weiß gar nicht warum. Hehehe. Nein, natürlich weiß ich, warum der Thomas heißt. Weil es unser lieber Bürgermeister ist. Der Weihnachtsmann hat wahrscheinlich verschlafen. Da muss der liebe Thomas einspringen, genauso wie er für den Typen einspringen muss, der die ganzen Sachen Ach, ich muss ja erstmal Currypulver holen. Ich bin ein Schlaumeier, du. Oder besser gesagt, ich bin ein vergesslicher Schlaumeier, du. So, Currypulver. Zack, 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 zack. So, 3 Stück haben wir wieder mit. Und dann ab zu der geliebten Celia. Eine halbe Stunde nehme ich jetzt wieder auf. Das heißt, 2 Folgen sind rum, meine Lieben. Aber wie gesagt, eine dritte kommt noch hinten dran. Damit ihr 3 Folgen Harvest Moon in der Woche habt. Das versuche ich ja, wie gesagt, jetzt wieder zu erreichen. Ich freue mich. Dankeschön. Kein Problem, liebe Celia. Also 3 Folgen in der Woche, also mindestens 2 Folgen in der Woche versuche ich ja jetzt wieder zu machen. Und ja, damit ihr einfach was zu gucken habt. Weil, wie gesagt, Minecraft erfreut sich ja nicht so großer Beliebtheit. Es gucken immerhin so 6 bis 10 Leute Minecraft. Aber es wurde sich ja mehr Harvest Moon gewünscht, also komme ich dem einfach mal nach. Wenn die Leute, die gerne Minecraft sich gerne Minecraft wünschen, sagen, ach, mach doch mal ein bisschen mehr Minecraft, dann kann ich ja auch mal versuchen, an einem Tag vielleicht 2 Folgen hochzuladen. Ist halt nur die Frage, ob das zeitlich passt, weil eine Folge braucht immer so, eine Harvest Moon Folge braucht sehr, doch das müsste passen. Ja, das müsste passen. Eine Harvest Moon Folge ist immer von der Datei her recht klein.